So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal von gleich. Heute haben wir nach 3,5 Jahren mal wieder Mods in Minecraft. Ich habe so lange allein schon kein Minecraft mehr gespielt. Das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, als ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Das war zu Silvester. Und mit Mods ist es 3,5 Jahre her. Die Rede ist nicht von Optifine, die Rede ist nicht von Label Mod, sondern die Rede ist von Mods, die Items in diesem Game hinzufügen. Wir gehen dafür erstmal in Singleplayer und gehen in eine Map, die ich schon vorher erstellt habe. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Machen wir mal bei welchen Kommentaren. Komm mal, hier sind wir denn? Bei welchen Koordinaten? Okay. So, wir sind hier drin in der Map. Und ich weiß gar nicht, also ich zeige euch mal die Mods, die wir dabei haben. Da klickt man nämlich hier auf NAE Subsets. So, und geht überhaupt Befehle. Guck mal ganz kurz. Okay, geht. So, passt. Dann gucken wir mal. Bei den Mods, die haben einmal die Advanced Lightsabers Mod, Adventure Backpack Assembly Mod, Balkan Weapons Mod, Clay Dolls, Clothing Craft, Kynos, Wonderful Worms, Dance Ores, Dimensional Pockets, Fairy Lights, Fireplaces, Furnaces, 3D, Gravity Science, Grimcore, Hamsterific, wie auch immer, Hot Water Mod, Inventory Pets, Masterchef Mod, Minecraft Mode Chickens, Mobs Gun, Open Blocks, Particle Box, Pokeball, Retro Cookies, Security Craft, Stealth Blocks, The Kitchen Mod, The Sabotage Mod, Serene Mod, Arrow Trails, Too Much TNT, Torch Levers, Torch, Trail Mix, Vending Machines, Water Gun und Smash Pads. Das sind die Mods, die wir dabei haben. Achso, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr nochmal eine Folge von diesem Projekt haben wollt, dann mache ich das vielleicht mal. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch eine Folge haben, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann machen wir das vielleicht. Also ich denke mal, dass ich das schon gerne machen würde, weil es macht halt auch bestimmt Spaß. Also ich habe jetzt noch nicht gespielt, aber ich guck mal. Ich mach mal mir als erstes eine Pickaxe. Also, ich weiß nicht, wie das funktioniert, so halb. Ich habe natürlich hier dieses NEI, also Not Enough Items dabei. Not Enough Items dabei, um halt absolut nicht planlos zu sein, wenn es um Crafting-Rezepte geht. Ich weiß noch, wie ein paar Crafting-Rezepte gehen, oft noch von Mods. Aber es ist schon hart, muss ich sagen. Also ich kannte damals alle möglichen Mods in- und auswendig und habe auch selbst damals unfassbar viel gemoddet, weil es macht so viel Spaß, Leute, ohne Witz. Mit Mods zu spielen, das ist halt ein Gefühl, das ist halt einfach nice. So, wir haben hier jetzt nochmal Holz, machen das zu Sticks und machen die Sticks, aus den Sticks dann eine Axt. Können wir auch noch eine Picke draus machen und wir machen jetzt auch noch einen kurzen Steinschwert draus. Bedeutet, wir gehen nochmal, jetzt habe ich das Loch mal zugemacht. So, wir gehen nochmal hier runter. So. So. Passt. Und dann, hier ist Sticks und ein Schwert. Und dann hier noch eine Schaufel. So. So, jetzt haben wir schon mal wenigstens ein bisschen was am Anfang. Ich sehe auch schon, wir brauchen wieder Essen. Das bedeutet, wir gehen jetzt. Ah, da ist schon ein Pferd. Was kann ich, was man daraus bekommt? Achso, Damage Indicator ist auch drin, Leute. Weil das, was ich gerade gesehen habe. Damage Indicator war auch ein Morph Mod ist auch dabei, glaube ich. Ja, perfekt. Gehen wir mal hier. Ja. Ich kann mich noch ein paar Sachen erinnern. Ein paar Sachen kann ich mich noch erinnern. So, also. Was ist denn. Also, ich kenne das noch von damals. Das war irgend so ein Instruction. Fireplace, achso. Von Grim 3212 ist ein Modder, der hat einmal dieses Instructional geschrieben, der hat hier Fireplaces, wie man die craftet und so weiter. Dafür haben wir aber Not Enough Items. So, das können wir dann quasi. Machen wir hier eine Truhe für diese Bücher. Weiß gar nicht. So, perfekt. Bisschen Erde, die uns eigentlich gar nichts bringt, aber naja, so.
Genau. Ich weiß gar nicht. Hier hinten ist eine. Das ist eine komische Fläche, was da hinten. Ich erkunde mal ein bisschen die Map. Bedeutet. Hier kommt gar kein Fleisch mehr. Oh Gott. Wir haben nur noch 3 Hungerkeulen. Wir brauchen noch einen Ofen, wir brauchen Kohle, wir brauchen. Ach, wir brauchen noch Eisen, wir versuchen noch Diamanten zu finden. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir das ja schon in der 2. Folge oder sowas. Also Leute, gebt einen Daumen nach oben, falls ihr die 2. Folge wollt. Ich denke mal, ich mache sowieso ein paar Folgen. So, 8 mal Porkchop. Ich weiß gar nicht, warum wir gerade solche Lags haben. Ich habe 91 FPS und es laggt einfach unnormal. So, komm schon. So, dann einmal hier einen Ofen haben wir, dann das, so. Ich weiß noch, damals konnte man, also damals hat man immer nach Fledermäusen gesucht, weil bei Fledermäusen konnte man mit einem Morphmann fliegen und das ist, glaube ich, ziemlich geil. So, zack. Also, gucken wir mal. Haben wir einen Zeppelin. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Farbe, theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen. Ich weiß gar nicht, für was braucht man denn die Farbe? Also, Red Gum. Niampig da unter. Boah, geil. Ja, irgendwas aus der Open Blocks Mod. Sonst eigentlich nicht viel, oder? Ich weiß gar nicht, wie teuer ist dann. Also ich will auf jeden Fall irgendwie ein Haus oder sowas bekommen. Aber nicht aus Holz, sondern keine Ahnung, was weiß ich, das bauen soll. Was bietet sich denn an? Komm. Mal ganz nach oben. So. Holz, Sandstein? Nee. Wolle? Wolle eigentlich. Wolle ist gut. Dann haben wir ganz viele Farben zur Verfügung eigentlich. Weiß gar nicht. So. Ich bleib einfach mal. Ich muss eigentlich gehen. Ich schwimme mal nach drüben. Um mal zu gucken, was ist denn da drüben? Weil da drüben soll ja, ist hier hinten dran auch irgendwas. Da ist irgendeine Mittelinsel. Was weiß ich. Laufen mal hier hinter. Boah, die sieht schon mal ebener aus auf jeden Fall. Ist viel ebener als die andere. Ich habe eine Fledermaus. So. Okay, passt. Passt. So, jetzt gehe ich gleich nochmal in die Höhle, weil ich brauche absolut eine Fledermaus. Ohne Fledermaus wird schwer. Unten ist auch Fleisch, okay. Hier auch noch. Wir sind auch schon gleich bei 10 Minuten angekommen. Und nein, Leute, ich strecke die Videos nicht über 10 Minuten. Sondern ich mache die Folgen einfach bei 10 Minuten. Also, dass ihr jetzt immer 10 Minuten zu gucken habt für eine Folge. Vielleicht könnte es auch mal eine längere Folge geben, was weiß ich, vielleicht mache ich sowas mal. Hier unten ist eine Höhle. Was? Gehen wir hier runter. Oh, es wird dunkel. Okay. Kohle. Oh, Kohle ist gut. Ich glaube, ich sehe gerade gar nichts. Ich sehe auch wenig, aber ich sehe was. Let's go.
So, 22 Kohle haben wir schon. Okay, das ist ganz okay. Dann bauen wir uns mal hier wieder hoch. Und dann können wir hier raus. Boah, jetzt ist Nacht. Hier haben wir einen Hams. Aua! Aua! Was ist denn das? Oh, das ist ein Skeletten. Aua. Ich bin diesen Creeper hochgegangen, ja super, danke. So, wir gehen mal wieder hier hinten zurück. Ich glaube, ich baue da mein Lager auf. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Weil da liegt man bis erst ein bisschen tiefer und zweitens hat man halt einfach eine ebenere Fläche. Also, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist ein bisschen besser. Bin ich sicher. So, guck mal. Also die kann raus. Schön, Spinne. Da. Hi. So, einmal hier Türch. Zack. Okay. Hier haben wir die Spinne. Da sind noch so Zombies im Wasser. Ach, das geht auch noch Blocken schlagen. Okay. Alles klar. Zack. Komm schon. So. Hier unten haben wir noch Sand. Da können wir vielleicht immer mal ein TNT machen oder sowas. So, wir sind auch schon bei den 10 Minuten angekommen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst mal gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr einen Teil 2 wollt. Also ich mache sowieso einen Teil 2, aber falls ihr das Projekt unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal vor allen Dingen und schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Minecraft. Projekt. Ich weiß noch nicht, wie ich das Projekt nennen werde. Auf jeden Fall bis dahin rein und tschüss.